Jo, und da werden wir wieder beim neuen Part von Your Super Mario Bros. Für den DS natürlich wieder auf Andys Zweitkanal, der natürlich auch dabei ist, wie Ja, gesagt. muss natürlich sein. The Ganz Bone genau. Marrow Boat. Das hört sich mal interessant an. Mal sehen, wie diese Bone Marrow Boat wird. Okay, schon mal ein versteckter. Nein, nicht Bitte ganz so der Hammeranzug. verstecktes. Da kein. Nee, ist leider nur ein One-Up. Ist ja nicht, dass ich im letzten Part nicht genügend One-Ups bekommen habe. Okay, hier ist wahrscheinlich Timing angesagt. Okay. Ach, man kann ja durchspringen durch die und dann ist das Ding Ja, erledigt. ich wollte auch schon sagen. Ich wollte es nur mal testen hier, aber okay, wahrscheinlich muss ich hier. Ach nee, das fällt gar nicht runter. Ich dachte, wenn ich jetzt da drauf stehe, bewegt das sich, aber nö. Nee, entweder bewegen sie sich scheinbar automatisch oder gar nicht. Ja. Ach komm, die Münzen, die sind mir egal. Ja, wären sie mir eigentlich auch, muss ich zugeben. Ja. Gut, die Kisten können mir jetzt nicht egal sein, weil da muss ich runter. Ja, gut. Ja. Oh, ich habe unter eh nur eine eingesammelt, aber gut. Okay, ein gigantisches Trampolin. Ah, da rechts könnte es sein, dass was abgeht. Oh, oder da? Und lass mich raten, du gehst jetzt hier nicht Es geht mehr nicht mehr auf, zu. oder? Na, ja, ich hab's mir geahnt. Das war ja natürlich wieder klar. Genau vom Checkpoint. Ja. Ah, das sind so die Momente, wo das Spiel dann einen sagt, hehehe, da warst du Ich zu lach mich aus. schnell. Lacht eine Spiel dann so richtig aus, weil sie dann noch einem genau den Checkpoint vor die Nase setzen. Naja. Naja, dann machen wir das halt nochmal. Wir kennen das Level da ja jetzt schon ein bisschen mehr. Ja, wir kennen die Mechanik des Levels auf jeden Fall schon. Ja. Aber gut, dass man hier so von unten da wieder runter, wieder hochspringen kann, sozusagen. Das macht es natürlich auch etwas einfacher, das muss man sagen, tatsächlich. Ja, schon, ein bisschen einfach ist dann schon. Ach ja, jetzt wieder hier bei dieser Aktion. Ich frage mich aber, wer dafür sein Leben lassen muss, damit hier diese gigantischen Knochen hier in dieser Welt sind. Ach, das muss ja kein Leben gelassen werden. Das sind einfach vom Knochen trocken, die Knochen. Ja, gut, das könnte auch sein, aber sind Knochen trocken nicht längst. Naja, das sind halt Koopas, die Mario in die Lava geworfen hat. Naja, passiert halt mal. Ja, gut. Aber es wurde, glaube ich, keiner so wegen dem Zwang der Brücken getötet, sondern sie haben einfach sich nur gedacht, die können wir doch einbauen, nachdem Mario eh schon so viele gekillt hat. Ja, das stimmt. Was muss ich hier jetzt machen? Einfach runterrutschen bei dem Knochen und dann genug Anlauf dadurch haben oder Speed und dann den Sprung machen. Ja, irgendwie hat das doch so geklappt, aber das sah mir irgendwie sehr gruselig aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses von der Weite her das schaffe, aber okay. Naja, es soll ja auch gruselig sein, es ist ja ein Geist der Welt. Ah, das stimmt eigentlich. Ah, die brauche ich erstmal noch nicht. Immer alle Blöcke aktivieren. Eines Tages ist wieder eine Ranke drin. Ja. Und das hat jetzt Wir kennen schon. das doch alle. Wenn man dann immer sie so aktiviert und dann lässt man mal eine aus, genau, und dann ist eine Ranke irgendwie drin. Ja, genau. Will ich hier auch. Ja, doch, ich denke mal. Ich denke mal, hier dürfte die letzte Star. Oh, jetzt steigt das Ding an. Okay. Das Obwohl. Wasser. Giftwasser, ja, aber auch nicht so weit. Oh, und das ist jetzt wahrscheinlich nervig, hier im richtigen Timing da runterzukommen. Ja, das könnte ein bisschen nervig sein. Uff, das war knapp. Eieiei, okay. Ja, nochmal, aber wo Naja, ist aber jetzt so die oft letzte stärker kommt dann. Star-Coin? Okay, wahrscheinlich irgendwie. Na, wobei ich vermute nur bei dem Schalter, da wird dieser Knochen da weggehen, vermute ich mal. Ja. Ja, es war klar. Oh, und ich glaube, dass sie nicht wegmachen sollen, weil Ja, jetzt ist. doch, aber wahrscheinlich hätte ich da schneller sein müssen, wahrscheinlich. Ich glaube, du Ah. hättest vielleicht über den Knochen drüber springen können. Ich glaube, dass es eher so rum wäre. Ja, die Zeit ist rum, ich darf mich eh wieder Ba oben bringen. ba Oh, ba. dass man hier in diesem Level so viele Aktionen hat, wo man erstmal, wenn man einmal einen Fehler macht, dass man dann schon keine Chance mehr hat. Na gut, man könnte auch das Level einfach mal abschließen, aber nee, wenn ich schon jetzt dabei bin, dann will ich das doch so machen hier direkt. Ja, das kann ich schon verstehen. Nimm erst die Feuerblume im Inventar, dann kriegst du Ja, da wollte ich auch auch so eine wieder. machen. Ich wollte nur auf einem sicheren Fleck mir hier die andere nutzen. Na, So. so sicher ist der Fleck auch nicht, da ist ein Knochen trocken. Ja, aber wenn der weg ist, dann ja, dann ist das zumindest ein sicherer Punkt. So, okay. Alter, Luigi kann einfach so hoch springen. Ja. Luigi ist echt schon teilweise sehr, macht's sehr OP. einfacher trotz seines Schlitterns.
Naja, wobei das Schlittern schon echt heftig manchmal sein kann. Wenn man dann so richtig abbremsen will, knapp, und dann hat er einfach so eine richtige Distanz, wenn er bremst, noch so einen richtigen Bremsweg. Ja. Und dann stirbst du. So, und jetzt nicht so schnell hier gehen, aber ich bezweifle, dass ich da irgendwie über das Ding drüber springen kann. Naja, klar, muss schon irgendwie gehen. Werd muss gleich mal mit Anlauf machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass eine unsichtbare Wand da dran. Okay, aber dann musst du dich wirklich beeilen, irgendwie scheinbar. Ja, also da drüber über dem Ding ist eine unsichtbare Wand, habe ich so das Gefühl, weil das ist jetzt nochmal mit Ja, einem dann musst du dich Dreifachsprung. beeilen. Nee, ich glaube, da ist schon eine, da hast schon recht. Da ist eine unsichtbare Wand, leider muss ich mich echt irgendwie Beeilen. beeilen. Das könnte aber nicht einfach werden. Ja, könnte echt ein bisschen. Du müsstest so abpassen, dass die Brücke unten ist und dann kommst du schneller hoch. Keine Ahnung. Probier einfach so. Und stell dich vielleicht links von dem Teil daneben, weil dann könntest du gleich weiterrennen. Ja, oder so. Okay, hat geklappt. Also eigentlich, wenn man sich ein bisschen beeilt, dann kriegt man das eigentlich hin. So, nämlich hier runterfallen lassen. Ja, okay. Das sieht aber auch krass aus hier, finde ich. Aber okay. Sieht cool aus, wie so eine Ruine mit Knochen. Ja. Okay, ich weiß doch nicht, was mir das Trampolin bringt hier, dieses. Na gut, damit ich Ja, beim hier. Ziel, dass du da abgehen kannst. Ja. Für 30 Münzen. Ach ne, ein One-Up? One-Up. Keine Ahnung. Ach ne, das war vielleicht wegen dem Trampolin. Ich glaube, das Trampolin hat mir das One-Up beschert. Nee, das war die Fahne. Aber war das nicht sonst mal, dass man nur 30 Münzen da kriegt? Sehr komisch. Nee, ich glaube, es war die Fahne. Aber naja, ich Okay. kann auch sagen, dass ich mich täusche. Oh, jetzt muss ich mal 5 Münzen bezahlen, damit ich da zu dem Level komme. Ich dachte, man würde da von rechts da kommen. 4A. Aber nö. 4A sein dann, oder? Ja. Ja, 4. Flimsy Galsch. Oh, und mit diesen ekelhaften Raben schon wieder. Beziehungsweise die kamen ja erst bei dem Erstmal einen nicht überprüfen, ne? Mini-Bowser-Kampf. Ja, genau. Nach dem vom letzten Mal. Okay. Oh, ich mag Und die diese. kenne ich. Mir sagt die gerade nichts. Oh nee. War doch klar. Es ist ein Remake von der Mario Maker Geisterhaus Theme von Mario Bros. 1. Weil Mario Bros. 1 gab es ja eigentlich kein Geisterhaus, aber dann haben die Entwickler da ja so eine extra Musik gemacht für Mario. Ja. Und das ist ein Remix davon. Das stimmt. Also Boah. von einem Mario Maker Theme, ist auch mal interessant. Ja. Und ich muss sagen, hätte ich jetzt Luigi nicht. Ich glaube, dann hätte ich gerade Riesenprobleme gehabt bei dieser einen Stelle, da mit diesen runterfallenden Plattformen. Ja. Weil die fallen ganz schnell auf einmal runter. Das ist ziemlich krass. Aber das sieht irgendwie Ja, der auch krass. Remix ist echt cool. Ja, auch noch die ganzen Grabsteine hier mit den ganzen Gegnern, die da drauf sind. Ja. Oha. Ich frag mich, haben sie den Remix selbst gemacht oder hat den irgendjemand anderes gemacht? Frage ich mich halt. Das ist die Frage. Und es beunruhigt mich, dass ich noch keine, dass ich langsam die Keine zweite zweite Starcoin. Starcoin, ja. Die Vielleicht kann irgendwo so langsam. durchstampfen dort, weil ich könnte mir vorstellen, dass bei diesen Stellen, wo nicht glatte Steine sind, man sich durchstampfen kann, vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja, jetzt wo du es sagst, das wäre eventuell eine Möglichkeit. Aber hier ist erstmal nichts. Boah. Das ist fies. Ja. Langsam habe ich echt das Gefühl, ich hätte sie Na, verpasst. Aber ich habe langsam keine Ahnung, wo die sein könnte. nein, sie scheinen wohl fies zu sein. Aber ich glaube, bei New Super Mario Bros. Wii konnte man doch auch mal was mit diesem Grabstein machen. Die gab es da auch schon, glaube ich. Aber ich Echt? weiß nicht mehr was. Oder nee, das war immer so, dass man bei denen stampfen konnte, ja. Ja, Bei aber manchen hier. zumindest. Also, das ist erstmal nichts. Also, dass auf jeden Fall in der Röhre ist, was? Das ist klar. Ja, da wird dann wahrscheinlich die zweite oder dritte Starcoin sein. Ich gehe ja wohl Hoffen, wahrscheinlich dass es eher die von der zweite dritten ist. aus. Ah, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, da ist eine Star Coin. Okay, ich sehe schon, was ich hier tun muss. Hier muss man mit Bitte renn auf Taktik die Mitte drauf. arbeiten. Ja, genau die Nee, Taktik, die nicht das, was nicht aber passieren vielleicht sollte.
Ich habe das Gefühl, selbst mit Luigi komme ich da nicht dran. Das kann doch nicht sein, Luigi. Der Skiller kann uns hier nicht hängen lassen, so im Stich lassen. Nee. Dabei sieht das schon fast aus, als würden die paar Pixel die schon berühren, ja. Aber... Nee. Ich wollte ja eigentlich die in der Mitte halt verwahren, aber irgendwie bin ich da, habe ich die dann dennoch berührt. Warte mal, komme ich da jetzt vielleicht nicht... Ach so, ich komme doch vielleicht da wieder zurück. Das ja. Könnte ich ja vielleicht nochmal versuchen, aber ich muss mich jetzt beeilen von der Zeit her. Ja. Okay. So, geh runter. Ach nee, der Schalter ist weg. Ah, wow. Nein. Geil. Wollte ich schon sagen, jetzt sind die Dinger da, aber nee, dann ist natürlich der Schalter weg. Ah, naja, gut, jetzt habe ich eh verloren, ja. Aber ich denke, das wäre sowieso die dritte gewesen. Habe ich ja wieder die Chance, irgendwo die zweite zu suchen, aber ich habe echt keine Ahnung, wo die gewesen sein könnte. Ich auch nicht. Die Musik ist richtig gruselig. Wow, ich bin eigentlich noch gesprungen, wie gerade eigentlich, aber... Best of life. Gott. Er rennt einfach so weiter in den Tod rein. Ja. Ach, jetzt sehe ich das auch gerade, der Knochen trocken, da der ist so fest. Auch nicht schlecht. Ja. Ist mehr als nur tot, der ist schon super tot. Ja. Wahrscheinlich auch erst hier meine Feuerblume natürlich nutzen sollen. Aber zum Glück geht der Pilz nach links. das Level gefällt mir gar nicht. Ich sollte mal wieder ein Marvel Maker Level bauen, wenn ich das sehe. Und die Musik höre, ne? Nächstes Mal, dass sie so ein Remake oder sowas in der Art für die Switch machen. Abwegig wäre das nicht, weil momentan sind sie ja sowieso in der Remake-Laune. Ja. Ich fände es auf jeden Fall cool, vor allem wenn sie dann mehr Sachen einbauen würden, also mehr Optionen und mehr Charaktere. Ja. So wie das würde mich auch nicht wundern, wenn sie bald auch Smash Bros. Für Switch ankündigen. Oh, ist das nicht doch die zweite? Oh, okay. Also ich meine so, dass man zum Beispiel bei Mario Maker dann mehrere Charaktere spielen kann, so eben wie Mario Bros. 2, so Toad, der oder so Mario 3D World, der schnell rennen kann und dann Peach mit Gleiten oder so, das wäre voll cool irgendwie. Ja. Ah, okay. Die zweite... Ah, shit, der Sprung ging nicht mehr. Okay. Okay, die dritte Starcoin ist mal wieder ziemlich böse. Wenn ich das sehe. Ja, du musst halt wirklich genau dann abspringen, wenn du die Starcoin genau berührt hast und nicht noch weiterfällst. Wenn du ein bisschen weiterfällst, reicht die Sprungkraft nicht mehr. So, jetzt hoffe ich noch, kriege ich was Cooles aus dem Ding. Vielleicht wäre... Ja, ein Hammer wäre jetzt richtig cool, aber... Ist nicht so schlecht, aber jetzt kriegst du da auch noch eine Feuerblume und hast wieder zwei. Ja, gut. Aber ein Hammer wäre cool, weil dann könnte ich auch die Buhus besiegen, aber ich glaube, oder zumindest die hier, aber na gut. Das ist wohl der Hammer der Ultragerechtigkeit, wenn man so besiegen kann. Oder natürlich so ein Propeller-Head wäre cool, aber den gibt's ja nicht. Ach, der wäre jetzt hier Traum, der Propeller-Head. Ja, oder allein schon das Flugkörnchen, ja. Aber ich fand es eigentlich interessant, dass man bei Mario Maker, wenn man nochmal da zurückkommt auf das Thema, bei Mario Maker, also man hat ja den Mario Bros. U-Stil, ne? Und Mario Bros. U hatte ja das Gleithörnchen dort eingeführt. Aber bei Mario Bros. U-Style, bei Mario Maker, kannst du nur den Propeller-Pilz kriegen und nicht das Gleithörnchen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich relativ interessant, warum Nintendo das so beschlossen hat. Ja. Weil vor allen Dingen, man hat ja schon die Alternativen da sozusagen in den früheren, das war ja dann das Tanuki-Ding. Ja, genau. In den anderen Teilen. Beziehungsweise das Cape in World. Weil es ja eben der Mario Bros. U-Style ist, das hieß ja nicht Mario Bros. Wii-Style. Der Propeller-Pilz ist ja bei Wii eingeführt worden. Ja. Aber dann bauen sie einfach so den Propeller-Pilz halt statt dem Flughörnchen. Gut, ich meine, ich habe nichts dagegen, ich mag den Propeller-Pilz mehr wie das Flughörnchen, aber... Oh, diese ekligen Starcoins hier. Weißt du, was mich aber auch so ein bisschen gewundert hat? Was? Dass man konnte bei Mario Maker, konnte man doch diese lustigen, bei diesen Effekten, diese Audios selbst aufnehmen mit seinen Stimmen. Ne? Aber ist dir aufgefallen, dass
du irgendwie nie online ein Level getroffen hast, wo man mal eine Stimme von einem Fremden gehört hat, der Ich glaube, das haben die absichtlich nicht gemacht, glaube ich. Es hatte irgendeinen Grund, warum man das dann nicht online stellen konnte. Oder zumindest die man dann nicht online hören konnte. Ich meine, das hatte irgendeinen Grund, aber ich weiß nicht mehr genau diesen Grund. Oh Gott, so, ey. Ach, so heißt es, wenn da jemand seine Stimme aufgenommen hat, hat man einen Online-Spieler nur das Piepsen trotzdem gehört. Wahrscheinlich. Weil ich habe mich gewundert, weil ich meine, ich hätte gedacht, dass wenn jemand da eine Stimme von sich aufnimmt und zum Beispiel was sagen tut, dass dann die Leute die Stimme auch hören. Boah, krass. Ja, also ich meine irgendwie, das hatten die, glaube ich, in so einem Trailer irgendwie erklärt, oder zumindest irgendwie hatten die gesagt, weil da irgendwer so zum Geburtstag Happy Birthday eingesprochen hat dafür, aber irgendwie stand da noch so irgendwie, man könnte das nicht online, also in geteilten Leveln wäre das nicht da zu hören. Warum, kann ich mir jetzt auch nicht mehr erinnern, ob die das gesagt hätten oder nicht. Okay. Das ist schade, weil das wäre irgendwie cool gewesen, wenn dann die Leute so Nachrichten sozusagen selbst übermitteln könnten in den Leveln als Tipps und so. Ich fänd's cool. Naja, vielleicht wahrscheinlich wegen Beleidigung und so wollten jetzt vielleicht nicht alles filtern klar. Und so. Ja klar, aber es wäre trotzdem irgendwie cool gewesen. Sie hätten es zumindest mal versuchen können. The House of Doors. Ui. Oh. Das Haus der Türen. Das ist eigentlich so... Türen sind so das Ding, für was Geisterhäuser stehen. Und ich hasse es. Die Pfeile zeigen nach links und rechts, ich gehe in die Mitte. Deswegen nimmst du die Mitte, ja. Genau. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist das mein Tod? Gelandet wär. Ja, das wäre echt. Dann hätte sie so richtig den Mario Maker Move gemacht. Ja. Und warum sieht dieser Block in der Mitte anders aus als die anderen zwei? Weil das ein Schalter ist, okay. Ich hätte gedacht, vielleicht, dass es so ein Buhu wäre, weil es gibt ja bei Mario World diese Blöcke da. Aber das wäre echt lustig gewesen für meine Begriffe. Wenn das welche Tür lockt einen hier an? Ja. Die mit den roten Blöcken natürlich. So, hier gibt's nichts irgendwo. Wobei doch, eine Sache gibt's hier. Ich glaube, man muss auf so einen Unterschied, glaube ich, achten tatsächlich. Ja, das ist relativ cool gemacht an sich. Ja, aber nur die Frage ist. Zu den Starcoins kommt. Ja, das frage ich mich auch gerade. Okay, hier sind zwei. Oder ob man für die Starcoins nicht auf die Unterschiede achten sollte. Ja. Okay, die Schalter aktivierende Tür. Ich kann mir auch wahrscheinlich schon vermuten, ich muss die jetzt nehmen durch den gelben Schalter wahrscheinlich. Ja. Okay, und hier ist eine Checkpoint-Flagge. Aha. Ich glaube wirklich, dass du die falschen Wege zum Teil gehen musst, um zu Starcoins zu kommen. Ja, ich vermute das auch. Kommen die Blöcke nochmal? Okay. Aber was ist jetzt hier die Frage, wo hier, oder geht's hier nochmal irgendwo lang? Oder gibt es hier zum ersten Mal kein... Was war das? Warum geht hier kurz die Kamera so nach unten? Ja. Lol. Ja. Alles klar. Kamera-Bugs, Fragezeichen. Ich nehme mal die Mitte wegen dem Feuer da drüber. Okay, es ist... Nee, wegen dem Feuer da drüber. Das ist nicht falsch anscheinend. Okay, keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder nicht. Wahrscheinlich wäre er der Mitte wahrscheinlich wieder richtig gewesen. Keine Ahnung. Okay, ich bin wieder hier, okay. Starcoins ist, frage ich mich echt. Ah, und das ist schon wieder Yoshi's Island Musik. Aha, und das ist der Ausgang, oder wie? Da oben ist eine einzige Starcoin zu sehen. Ah, okay. Das ist die letzte, ne? Ja. Oh, wow. Deswegen mag ich Geisterhäuser nicht. Aber ja. Es ist nur wenn man ganz oben dagegen springt. Weil jetzt war kein Trampolin in der Nähe. Ja, das stimmt. Ist irgendwie komisch. Also Münzen, man kriegt also immer Münzen bei der Flagge, aber wenn man ganz oben ist, kriegt man noch zusätzlichen Leben. Sehr komisch. Und es scheint auch noch ein Secret Exit zu geben, weil da unten ist eine Kanone. Ja. Wunderbar. Ich hab keine Ahnung, wo das sein könnte. Ich liebe die Geisterhäuser so sehr. Ja. Oh, okay, das ist neu. Wow, what the hell? Die Mega-Geister-Armada. Ja. Zug. Oh, tot. Ja, also ich glaube, hier ist nichts, habe ich das Gefühl. Ich glaube echt, dass die Tür eher den Tod sein soll. Aber sie haben es wenigstens so gemacht, dass du eigentlich entkommen kannst noch. Ja, nur wenn man halt auf die Suche nach Starcoins ist. Ja, das ist so eine Sache, ne?
Also jetzt sollten wir einfach immer alle falschen Wege abtasten, vielleicht. Ja, das sieht auch irgendwie komisch aus, aber gut, scheint wohl nichts zu sein. Was ist Ja, da und das oben? ist genau dasselbe, ne? Aber vielleicht ist hier eine Starcoin dabei. Na, ich glaube eher nicht, wenn ich das Ah, scheint sehe. nicht so zu sein. Nee, sieht nicht danach aus. Ah, das kann ja jetzt ein Spaß werden. Jetzt so raus. Ach ja, und wieder hier dieser geile Move, weil das wäre echt geil gewesen, tatsächlich richtig lustig. Ich find's auch witzig. So, dann So. nimmst du jetzt hier mal nicht den roten, sondern irgendeine andere. Nehmen wir erstmal die erste hier. Wohin führt mich das? Oh. Oh, das sieht sehr freundlich aus. Nur, ich weiß nicht, ob da irgendwo in irgendeinem Gang was sein könnte, Aber deswegen. vielleicht, wenn du jetzt dann hier rechts dort so gegen die Wand springst, dann da, wo die rote ist. Oder warte mal, ich bekomme gerade eine sehr böse Idee ein. Ich hab's irgendwie geahnt. Und lass mich Ja, raten, das ist der Secret Exit Secret, halt. ne? Oh, wow. Okay, und noch eine Oh, aber das Stark-O. sagt man auch noch eine. Ja, dann haut erstmal ab, ihr netten Buhus. Dann haut er erstmal von Du da ab. springst einfach runter und kriegst einmal Schaden. Ja, nee, ich will meine Feuerblume behalten. Wie ich es hasse, aus solchen Löchern zu springen, aus dem Grund. Aus Ja. diesem Grund hasse ich es. Ja, aber gut. Wenigstens weiß ich den Weg. Aber das ist irgendwie auch schon geil, irgendwie, wenn man da gar nicht drauf achtet. Ja, da kam ich doch her, da wird doch bestimmt nichts mehr sein. Von wegen. Ja, das machen sie aber auch gern, also die Nintendo, das stimmt schon. Das machen die schon auch öfters mal gern. Nochmal durch die gleiche Tür irgendwie durchgehen und Ja. dann was. Kann man ja auch in Mario Maker auch machen, nur dann sind es halt Röhren und Ja, Röhren stimmt's bei keine mit links Türen. nicht so. Oha, aber dann kannst du das Level ja voll schnell beenden, wenn du hier einfach zum Secret Exit gehst. Ja, eigentlich schon, da kann man es echt schnell beenden. Ah, Problem ist jetzt nur der Geist ist da noch. Ja, das ist ja das So. Wichtigste. Ah, die Starcoin ist böse. Ich habe eigentlich wieder abgesprungen. Bin wieder abgesprungen. Ah. Bin mal gespannt, wie viel das Starcoin es denn überhaupt sein wird. Ich habe da nämlich gerade gar nicht drauf geachtet. Oh, stimmt, ich auch nicht. Ich glaube, das war aber die Boah, zweite. ernsthaft? Was will ich denn jetzt bitte mit einem One-Up? Oh. Könnten auch gerne mal wieder bessere Sachen da reinpacken in diese roten Boxen. Ah. Müssen die Geister hier eigentlich sein? Die machen es mir nur nerviger hier. Die hätte man doch auch eigentlich sein lassen können, diese Buhus. Die müssen doch eigentlich da nicht sein. Gott. Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Sprung schaffe darüber, aber okay. Oh, das ist die Musik vom Mario Bros. 3 Stil, ich weiß es nicht. Na, da bin ich Weil jetzt gerade auch nicht sicher. Mario Bros. 3 hatte ja auch keine Geisterlevel. Und es war die dritte Starcoin, okay. Nur wie gesagt, Ja, das kann man hier nicht es war die erste. sagen, in Geisterlevel. Das war immer noch die erste Starcoin, Jake. Ach so, die dritte hatten wir ja, stimmt. Ja, okay, dann Ja. war es die erste, ja gut. Die dritte hatten wir ja schon, ja, das stimmt. Jetzt müssen wir nur die goldene Mitte finden. Genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das wieder machen, indem du irgendwie vielleicht durch irgendeine Tür zurück musst, vielleicht. Aber nicht in diesem. Also da gehe ich jetzt erstmal die zweite. Na, wobei, ich denke mal nicht, dass bei diesen Von hier an der Wand entlang rechts. Box-Dingern da irgendwas ist. Deswegen gehe ich mal erstmal weiter hier. So. Ja, hier ist natürlich. Hier gibt es halt jetzt sicher falsche Türen zum Angebot oder hier rechts irgendwie durch eine Wand durch. Ja, bei da oben. Oh. Oder Oh. so. Okay, das war nicht mal so schwer. Ja. Was zeigt aber vielleicht das Interesse, die falschen Türen, was da gewesen wäre. Ja, ich kann ja nochmal Was für hier eine Woche nicht machen. da erwartet hätte dann. Na, es scheint wohl alles aber nicht so fake. Was ist das? Oh. Das zeigt hier irgendwas an. Wahrscheinlich nur, dass ich in die Tür soll. Wahrscheinlich. Naja. Wow. Aber ich hätte gedacht, dass da ein unsichtbarer Block wäre, vielleicht. Ja. Vielleicht Zumindest haben sie die wenigstens sonst immer so mit einer benutzt. Münze wahrscheinlich oder so. Oder nochmal mit dem Geist, um zu sagen, so, hier ist gar nichts. Ja, und dann ist da so ein unsichtbarer Geist, den man nicht sehen kann. Ja, so zum Das wäre Trollen und unsozial so. verletzt.
Aber ich baue auch immer gerne Trolls meine Level als Beispiel. Ja. So, dann kann man ja noch mal hier kurz gucken, wenn ich da nicht in den Block fallen würde. Das ist auch ein bisschen nervig hier. So, was ist hier? Was ist hier der Fake? Oh. Ich gehe hier lieber schnell raus, Ja. bevor die Blöcke da gleich Ja. kaputt gehen. Ja. Da hätte ich mir jetzt durchaus einen Trap vorstellen können. Ja, wenn Sie den Weg erkunden wollen, können Sie das gerne tun. Ach ja, hier haben wir schon den Fake. Ja gut, dann gehe ich jetzt nochmal hier in dieses Fake. Beziehungsweise Fake ist es ja nicht. Wir kommen einfach nur wieder am Eingang hier zurück, aber. Aber bei den anderen Dingen war es immer gleich Traps, so richtige. Frag mich nur, wo man hier erkennen kann, dass es hier links der richtige Weg ist. Hier gibt es eigentlich für meine Begriffe kein Vielleicht weil der doch Erkennungszeichen. vielleicht weil der links der Buchu war. Ja gut, das könnte vielleicht sein, aber. Naja, und Dass der wohin führen die anderen ausnahmsweise nicht das. Röhren? Ah. Dass der ausnahmsweise nicht das Böse. Okay. Ah, der Trollröhre. Schießt mich direkt zum Ziel. Nein. Es war die Trollröhre, die dich zu einer Münze geschossen hat, die andere als dritte hätte dich bestimmt zu einem One-Up hochgeschossen. Ja, wer weiß, aber naja. So, und es gab wieder eine Schnapszahl, deswegen gibt es ein Maxi-Haus. Gucken, ob ich es mir Ja, besser irgendwann wie ein normaler hole. Pilz, würde ich sagen, oder? Bitte? Besser wie ein normaler Pilz, wenn du Ja, jetzt mal gerade gucken, mit. ob ich den irgendwann hole. Vielleicht jetzt erstmal noch nicht. Weiß ja nicht, ob ich das in dem Level brauchen kann Ja. oder nicht. Bevor den nur dort liegen lässt, naja. Archinid Charnel. Gott, das sind ekelhafte Spinnen. Hört sich so nach so einem Spinnennamen auch an. Ja. Und du besuchst jetzt gerade das Grab eines Gumbos gleich, glaube ich mal. Ja, und interessant, dass ich einfach mal nicht den Pilz hier nutzen kann aus meinem Inventar. Aber okay. Das ist der Fluch des Gumbas, würde ich mal sagen. Ja. Wobei, Oh. jetzt kannst du das nutzen. Und leicht dunkel und düster. Nee, hier ist nix. Schon wieder nicht irgendwie hinterm Zielstart oder so versteckt. Also beim DS-Teil früher konntest du das dann immer nicht nutzen, das Item, wenn es so war, dass du unten auf dem Bildschirm gerannt bist und oben zwar. Das stimmt. Irgendwie sieht dieser Boden da sehr mysteriös aus, dass man da irgendwie noch irgendwo anders hinkommt. Okay, eklige Spinnen hier. Hier hätten sie vielleicht eine noch creepiere, düsterere Musik einbauen können. Und nicht die klassische Höhlenmusik, aber. Ja, weil das klingt ein bisschen zu fröhlich für diese düstere Höhle. Ja. Nicht, na gut, vielleicht konnte man das beim 3. Na super, da bin ich an der Wand gegen gestoßen. Beim DS so machen können, dass man da auch diese Lichtquellen hat, wenn man eine Feuerblume hat. Weil es war ja im Wii und Wii U-Teil so auf jeden Fall. Naja, aber gut, beim Mewtwo gab es dann sogar noch die glänzenden Yoshis, die so beleuchtet haben. Die Musik, mit der hier habe ich mich angefreundet. Da oben. Ja, jetzt muss ich mich. Jetzt kann ich hier nicht mehr. Doch, kann ich hier schon auch besiegen, aber nicht mehr so einfach. Sagen wir es mal so. Boah. Ist natürlich auch wieder krass. Okay, na gut, die Starcoin, die ist nicht so krass. Und es ist zum Glück die erste, alles klar. Ah, hier beeile ich mich mal. Mann, ich habe voll mit der Musik verkackt. Ich dachte, jetzt kommt seine Stille. Oh. Und ich hole mir noch mal einen Pilz, obwohl ich den überhaupt nicht brauche, aber egal. Diese Ich hätte komischen. erst gedacht, dass man darunter rechts springen kann. Ja. Es wäre Kannst du nicht nichts. alle wegsliden einfach? Ja, eigentlich schon, aber jetzt habe ich es nicht gemacht. Das könntest du noch rauskommen. Ja, nur es war natürlich. Oh Gott, es war natürlich klar, dass da natürlich jetzt noch der blöde Knochen trocken da ist. Boah. Egal, Halbzeit ist erstmal wichtig. Ja. Nach so einem dummen Fail, so skillig auch wieder zurückzukommen, das muss man auch erstmal Hey, die Röhre, schaffen. die fällt einem voll auf. Ja. Gott, und wie komme ich. Oh Aber du musst lange nein. genug darauf überleben. Ja. Kenne ich aus so einer Mario Bros. U Challenge. Da gab es diese Ja. Challenges und da gab es so einen, da musstest du irgendwie teilweise eine Minute auf dieser Plattform überleben. Also ich bin daran geübt. Ja, aber da war ich nicht drauf vorbereitet, sagen wir es mal so. Da war ich jetzt nicht wirklich drauf vorbereitet. Weil ich weiß noch, dass ich mir da Gold oder so geholt habe. Da musstest du einfach irgendwie eine Minute oder so überleben auf dem Teil. Boah,
Ja, Ja, mit gut, Marvel, nur ich glaube ich, denke. hätte das nicht geklappt. Ja, ich denke auch. Weil man die Wie gut ganzen es doch ist. Yoshi-Coins da, die absolut unnötig sind. Wie gut es doch ist, Luigi zu spielen, ne? Ja, genau. Da konnte ich jetzt viel machen dagegen. Da kannst du dir ein Item holen, eventuell. Speedrun! Oh, dann nur ein Der Pilz, beste aber gut, ich glaube. Speedrunner. Ja, definitiv. Jeder andere Speedrunner kann Okay. einpacken, wenn er dich sieht. Ja, auf jeden Fall. Ist der Okay, Meister Speedrunner auf jeden Fall. nee. Ja. Du könntest sie alle in ihren Mario 64 Races auch alle besiegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die fallen dann so runter, wie Luigi gerade ist, wenn du spielst. Ja. Ah, jetzt muss ich das wieder machen. Ich glaube, ich war schon kurz vorm Ziel. Warst du auch. Ah. Oh, und ich sehe auch gerade, wir sind schon bei 30 Minuten. Also nach dem Level werde ich auch den Part beenden, auf jeden Fall. Ja. Er gönnt sich halt die langen Parts. Wow, Ja, genau. jetzt habe ich ihn Überleben aber ungefähr länger auf 10. der Mitte halten können, auf jeden Aber Fall. jetzt musst du es mal eine Minute schaffen, ne? Ja, das ist krass auf jeden Fall. So. Aber glaub mir, wenn du da so einen Rhythmus hast, dann ist es auch kein Problem, das eine Minute auszuhalten. So, und jetzt sind wir wieder schön in die Spinne reingesprungen. Nice, du wurdest eben vergiftet. Ja. Nee, keine Ahnung. Eigentlich wurde mir mal gesagt, irgendwann kann das mit R oder so. Und ich mach's auch noch ein zweites Mal in die Spinne reinzurennen. Wow. Da hat jemand aber Spinnen ganz schön lieb. Ja. Jetzt kommt die Ungeduld in Jake wieder hervor, ich Ja. merk's schon. Genauso sieht's aus. Sie seien ungeduldig, mein Padawan. Ungeduld macht sich breit. So, damit ich nicht schon wieder da böse rutschen kann. Boah, diese Helligkeit hier auch in diesem Level. Ist mangelhaft. So, und jetzt durchrennen. So, meine Güte. So, und jetzt noch für den Rest des Levels Concentration. Würde ich mal so sagen. Wo die Starcoin ist ja echt geschenkt. Jetzt hier konzentrieren für das Ende. Habe ich schon gesagt, Was sind bei der dass ich was diese sind bei der Plattform Sache? überhaupt nicht mag. So, und raus hier. Meine Na, Güte. das stimmt. Oh, oh Gott. Oh, spring ab, Oh. schnell rein. Ich wollte hier nicht nochmal sterben. Meine Oh, Güte. noch Brocken. Grab ist am Ende so wunderschön. Ja. Wie er sich verabschiedet mit seiner Pose. Und. Ja, ganz genau. Gut, ich würde aber sagen, das war's wie gesagt heute. Ist, denke ich mal, lang genug der Part. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Ciao.